So, ich darf eine kurze Einführung in die Lernplattform geben. Unsere Lernplattform ist erreichbar unter learn.ce.jku.at, leitet dann auch gleich zum Login-Screen weiter. Da ist zu wissen, dass der Benutzername grundsätzlich immer die K-Nummer ist, also die Matrikelnummer, genauso wie sie in KUS angeführt ist, in der neuen Form. Das heißt, die achtstelligen Matrikelnummern sind anzugeben, auch wenn früher vielleicht die Lernplattform schon mal mit einer siebenstelligen verwendet wurde. Beim ersten Login, wenn man noch nie ein Passwort gesetzt hat, ist bitte zu drücken auf Passwort vergessen, dann nochmal die E-Mail-Adresse eingeben, die in KUS hinterlegt ist, und mit dieser E-Mail-Adresse oder an diese E-Mail-Adresse wird dann ein generiertes Passwort gesendet, mit dem man sich dann erstmalig einloggen kann. Wenn bereits die Lernplattform irgendwann einmal verwendet worden ist im letzten Semester, dann ist das Passwort noch aktuell. So, wenn wir uns jetzt anmelden, dann kommen wir auf das Dashboard, da sehen wir unsere Kurse. Vielleicht ganz kurz vorab noch, wenn man das erste Mal einsteigt, vielleicht ganz kurz aufs Benutzerprofil wechseln und im Benutzerprofil hier das Passwort ändern, das alte Passwort eingeben und das neue Passwort. Wir speichern es zwar nirgendwo ab und es wird zufällig generiert, trotzdem wäre es sinnvoll, hier das Passwort zu ändern. So, beim Einstieg kommen wir auf das Dashboard und das Dashboard zeigt uns grundsätzlich mal alle Kurse an, in denen wir registriert sind. Wenn das über mehrere Semester gegangen ist, dann können das durchaus schon mehrere sein. Deswegen gibt es die Möglichkeit, das Ganze mit Ordnern zu strukturieren. Man kann sich also hier einen neuen Ordner anlegen. Ich mache das einmal testweise. Man sieht, man hat jetzt hier einen neuen Ordner. Man kann dann den Kurs einfach nehmen, dort reinziehen und er wird dort einsortiert. Mache das jetzt wieder weg hier. Man sieht bei mir zum Beispiel, sind viele alte Kurse aus den Vorsemestern drinnen. Das war es soweit vom Dashboard. Wenn wir jetzt in einen Kurs reingehen, den wir verwenden wollen, ich nehme jetzt einmal aktuell einfach die Vorlesung CE, dann kommen wir wiederum auf das Dashboard des jeweiligen Kurses. Hier sehen wir einfach nur mal eine Möglichkeit, sich persönliche Notizen zu machen. Ich kann hier eine Testnotiz anlegen und die sehe auch nur ich. Grundsätzlich könnte die auch wieder bearbeiten. Ist einfach die Möglichkeit, sich hier individuell Notizen zu machen. Interessanter wird es vielleicht dann erst in den Inhalts- und Kommunikationsbereichen. Die sehen wir hier oben auszuwählen. Der Einstellungsbereich wird üblicherweise nicht sichtbar sein, der ist nur für Kursadministratoren verfügbar. Vielleicht zuerst auf den Inhaltsbereich. Im Inhaltsbereich werden Lernunterlagen bereitgestellt. Lernunterlagen können jetzt in unterschiedlichen Varianten vorliegen. Das sind zum einen Dokumente. Dokumente sind Unterlagen, die im Volltext direkt in der Lernplattform verfügbar sind. Ressourcen sind herunterladbare Dateien, wie zum Beispiel das Skriptum hier als PDF. Zu Inhalte kommen wir später vielleicht noch. Inhalte sind, ist Content, der während dem Kurs von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erstellt wird. Wenn dieses Feature genutzt wird im Kurs, dann scheint das hier auf. Und ganz unten haben wir noch Videos. Sofern Videos zur Verfügung gestellt werden, gibt es diesen Tab. Und dann kann man hier noch auf Videos zugreifen. Geht es jetzt dann alles im Detail nochmal durch. Der letzte ganz unten, für die Leute, die es schon mal verwendet haben, ein neues Feature. Das Abgabewerkzeug, wo die Möglichkeit besteht, Dateien für den Kurs abzugeben. Auch das werden wir uns nochmal ansehen. Generell ist es so, auch das haben wir jetzt bereits gesehen, dass in jedem dieser Bereiche die Unterlagen in Ordner einsortiert sind. Das kann man sich üblicherweise dann nicht nochmal selbst strukturieren. Das heißt, diese Icons, die wir hier sehen, die sind nur für den Kursadministrator verfügbar. Die Sortierung ist durch den jeweiligen Kursleiter oder die Kursleiterin vorgegeben. Wie gesagt, Dokumente, die im Volltext verfügbar sind, die können wir im obersten Tab abrufen. Hier zum Beispiel das gesamte Skriptum, das wir hier durchnavigieren können, das wir hier betrachten können, für das wir zum Beispiel auch Teile wegblenden können, sodass wir uns zum Beispiel nur die Kontrollfragen ansehen, die in dem jeweiligen Inhalt enthalten sind. Ja, da sehen wir jetzt die Kontrollfragen, die für dieses Skriptum angelegt wurden. Wenn wir den Inhalt wieder einblenden,
dann sehen wir es wieder. Gut, recht viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist nicht dazu gedacht, ausgedruckt zu werden. Das ist tatsächlich für den Konsum direkt in der Lernplattform. Unter Umständen auch über ein mobiles Endgerät, werde ich nachher noch kurz zeigen, über ein mobiles Endgerät zu konsumieren, weil halt das Rendering dann auch responsiv ist und angepasst werden kann an die jeweilige Bildschirmgröße. Blenden das kurz einmal weg und schauen zu den Ressourcen. Die Ressourcen sind herunterladbare Dateien. Wir finden hier wiederum das gesamte Skriptum, hier noch einen Lernordner, wo irgendwann mal Vertiefungsaufgaben reinkommen sollen oder den Syllabus. Und wenn wir da draufklicken, dann wird das Dokument direkt heruntergeladen, was auch immer das ist. In dem Fall sind es lauter PDFs. Dazu gibt es auch nicht recht viel mehr zu sagen. Inhalte habe ich schon erwähnt. Hier würden Inhalte auftreten, wenn denn von den Teilnehmerinnen oder Teilnehmern im Kurs Inhalt erstellt wird, ist an dieser Stelle leer. Können wir also wegblenden. Das Video-Feature funktioniert so, dass wir genauso wie Content hier auch Videos aufrufen können. Im Falle der Vorlesung CE gibt es zum Beispiel für jeden der Themenbereiche, die wir hier heroben gesehen haben, auch Videos, wo die Inhalte vorgestellt werden. Diese Videos sind grundsätzlich annotierbar. Was heißt annotierbar? Man kann sich zu diesem Video Notizen machen. Also ich kann sie hier abrufen. Das Video wird direkt von YouTube geholt, inklusive sämtlicher Einstellungsmöglichkeiten von YouTube. Heißt, wir können hier die Qualität ändern, wir können die Geschwindigkeit ändern, wir können zumindest die automatisch generierten Untertitel, die nur bedingt funktionieren, aber grundsätzlich werden sie da abrufen. Auch sowas wie ein Streaming auf ein anderes Gerät wäre möglich, auch das Betrachten im Vollbild ist möglich. In diesem Bereich hier herunten können wir jetzt annotieren. Das heißt, ihr könnt euch direkt in den Videos Notizen erstellen, die ihr grundsätzlich mal für euch selbst individuell erstellt, aber dann auch mit anderen teilen könnt. Wir sehen hier herunten schon vorbereitete Annotationsgruppe, die ich angelegt habe. Das sind die sogenannten Kapitelmarken. Das heißt, mit denen kann man im Video an bestimmte Stellen springen, wo halt ein neues Thema beginnt. Wie legt man sowas an? Wenn jetzt was zum Beispiel unklar ist, wenn irgendwo eine Frage auftritt, wenn man sich selbst Kapitelmarken setzen möchte, benennt man das hier. Ich gebe dann eine Gruppe an, die ich idealerweise vielleicht so benennen, dass sie auch jemand anderer, wenn ich es denn freigeben möchte, zuordnen kann. Und ich sage noch, was ist denn das jetzt? Ist das eine Frage? Möchte ich meine Kapitelmarke setzen, damit es also eine Sprungmarke angesetzt wird? Oder möchte ich vielleicht einen Link zu anderen Inhalten anbringen? In dem Fall wäre es eine Frage. Und ich drücke jetzt hier auf Hinzufügen und hier sehen wir einmal die Annotation direkt im Video eingeblendet, das verstehe ich nicht wirklich. Unten jetzt eine neue Gruppe, die ich angelegt habe, die ist nur für mich sichtbar und ich sehe, das verstehe ich nicht wirklich und ein Klick darauf würde mich wieder direkt dorthin bringen. Auch wieder löschbar. Und wenn ich das jetzt mit Kolleginnen oder Kollegen gemeinsam bearbeiten möchte, weil hier vielleicht eine Gruppe, eine Annotationsgruppe für mehrere Kolleginnen angelegt worden ist, dann kann ich hier draufklicken und das für beliebige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lehrveranstaltung freigeben. Hier die Lehrveranstaltungsleiter, hier unten die gesamte Gruppe CE, hier würden wir es allen freigeben, hier dann vielleicht individuelle Zuordnung. Ob die Personen dann nur sehen können oder auch Annotationen hinzufügen können, kann man auch über die Rollenzuordnung auswählen. Wenn man das speichert, dann wird es auch für andere sichtbar, so wie wir es hier herunten sehen. Die Kapitelmarken habe ich zum Beispiel einfach für sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer freigegeben. Genau. Wenn es denn wirklich viele Annotationen gibt, dann kann man hier auch filtern, was man anzeigen möchte oder auch nur jene anzeigen, die von einer bestimmten Person kommen, unabhängig von der Gruppe, oder nur die Fragenkapitel oder Links anzeigen. So viel zur Interaktion
mit den Videos in der Lernplattform. Die sind natürlich auch direkt über YouTube zugreifbar. Der Link kommt dann noch separat. Wenn man damit interagieren will in dieser vorgestellten Form, dann wäre es notwendig, das über die Lernplattform zu machen. Zu dem Abgabefeature. Beim Abgabefeature ist es so, dass für jede Abgabe, die vom Kursleiter, von der Leiterin angelegt wurde, hier aufscheint, dass es sie gibt. Ob sie bereits geöffnet ist, so wie diese Testaufgabe hier heroben, dann ist sie klickbar, oder ob sie zwar angelegt, aber noch geschlossen ist, weil der Abgabezeitraum noch nicht begonnen hat. Abgabezeitraum sieht man hier hinten von bis, und wenn ich hier draufklicke, dann kann ich eine beliebige Datei abgeben. Irgendein PDF an dieser Stelle. Ich wähle das aus und das ist raufgeladen. Ich kann es jetzt wieder ansehen, also kann man es wieder kann es hier herunterladen, um zu checken, ist es wirklich die Datei, die ich abgeben wollte. Ich kann es bis zum Abgabezeitraum ersetzen, indem ich nochmal draufklicke, dann kann ich einfach eine neue Datei raufladen, nehmen wir andere, zum Beispiel die hier. Damit ist sie ersetzt. Oder ich kann sie auch einfach wieder löschen, dann entferne ich meine Abgabe und ist wieder so, wie wenn ich nicht abgegeben hätte. So viel eigentlich zum Inhaltsbereich. Was es dann noch gibt, ist der Content-Bereich. Im Content-Bereich kann ich mit anderen interagieren. Gleiche Logik wie vorher. Wir haben die Arbeitsbereich Teilnehmer, einerseits die Lehrveranstaltungsleiter, andererseits als Gruppe angelegt, sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vorlesung CE, wie angemeldet. Und wir sehen jetzt hier auf der linken Seite die Interaktionen. Facebook-Integration vergessen wir bitte an dieser Stelle. Dazu fehlt uns noch eine Freigabe einer Facebook-App, können wir im Moment nicht nutzen. Wir nutzen nur die In-Plattform-Interaktionen. Die In-Plattform-Interaktionen sind als Stream aufgebaut. Es gibt zwei Standard-Interaktionen. Das eine ist die Public-Interaktion, das erreicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses. Und die Private-Interaktion, die ist nur für mich individuell sichtbar, sehen wir hier an der Teilnehmerliste, und dort sehe ich auch sämtliche Notizen, die ich auf der Startseite vorhin angebracht habe. Wenn ich jetzt was in die Public-Interaktion poste, geht das erstens hier auf die Pinnwand, andererseits auch als E-Mail-Notification an sämtliche registrierten Arbeitsbereich-Teilnehmerinnen und Teilnehmer raus. Also hier bitte vorsichtig sein, wirklich nur Sachen posten, die auch wahrscheinlich für alle Personen relevant sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel innerhalb einer Lerngruppe Kontakt aufnehmen möchte, wenn ich mit Lehrveranstaltungsleitern Kontakt aufnehmen möchte, dann lege ich eine neue Interaktion an. Sagt, das ist eine Frage zu Themenbereich 1. Erstelle die. Wenn ich auf öffentlich klicke, gehen automatisch sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer rein. Wenn ich es nur so erstelle, bin grundsätzlich immer ich als Teilnehmer eingetragen. Ich kann jetzt über diesen Stift weitere Personen hinzufügen, nämlich zum Beispiel die anderen Lehrveranstaltungsleiter, und poste jetzt hier eine Nachricht. Und noch eins. Und wir sehen, es ergibt sich dadurch eine Timeline Postings, die auch gleichzeitig als E-Mail-Notifications rausgehen. Ich kann die anderen Kolleginnen und die anderen Kollegen in diesem Fall auch wieder entfernen, dann sehen die Interaktion nicht mehr. Ich kann die gesamte Interaktion löschen. Wenn es viele Interaktionen werden, kann ich auch hier wieder das Gruppierungsfeature, diesen Ordner verwenden und die Interaktionen einfach reinziehen, um die irgendwie strukturiert zu haben. Eigene Postings kann ich auch wieder löschen. Ich kann sie bearbeiten. Wenn ich sie teile, kann ich sie cross-posten in andere Interaktionen. Das heißt, wenn wir uns vielleicht in einer geschlossenen Gruppe auf eine Frage geeinigt haben, könnte ich diese Frage direkt in die öffentliche Gruppe cross-posten. Und dieses Markieren-Feature, das wäre für erstellten Content, der dann in den Content-Bereich unter Inhalte aufscheinen soll.
ist nur für den Lehrveranstaltungsleiter üblicherweise freigeschalten. Ich lösche das jetzt hier wieder. Und das war es im Wesentlichen auch schon an Features, die für uns relevant sind. Ich zeige jetzt noch ganz kurz das mobile Interface. Grundsätzlich ist dort die Interaktion die gleiche. Ich habe jetzt auf die mobile Plattform umgeschaltet. Wir sehen hier das mobile Interface, sieht grundsätzlich identisch aus mit jenem der Desktop-Version. Wenn ich hier einen Kurs auswähle, wird der gestartet. Hier bricht leider das Interface noch etwas. Ich muss hier nach rechts wischen, um die unterschiedlichen Bereiche zu sehen. So, hier das Dashboard, hier der Content-Bereich und hier die Interaktionen. Was uns jetzt an dieser Stelle noch wahrscheinlich verwirrt, ist, dass wir keinen Content sehen. Das liegt daran, dass der Inhaltsbereich noch nicht ausgewählt wurde, der angezeigt werden soll, und der Navigationsbereich aufgrund der Responsiveness nicht sichtbar ist. Ich muss den explizit ausklappen, kann das hier machen, sehe dann den gesamten Inhaltsbereich und wähle da dort drinnen jetzt aus, was ich denn sehen möchte oder welche Inhalte ich herunterladen möchte. Ich möchte jetzt zum Beispiel Computernetzwerke als Themenbereich abrufen und muss dann auch jetzt noch, das wird noch geändert, aber an dieser Stelle noch diesen Navigationsbereich wieder wegklappen und habe dann hier die Inhalte verfügbar. Vielleicht im Querformat, das ist angenehmer zu lesen, Querformat verwenden. Das funktioniert grundsätzlich auch für Videos. Also kann hier ein Video auswählen, blend das hier wieder weg und sehe jetzt das Video inklusive der Annotationen, so denn welche vorhanden wären, kann das Video hier starten. Wird dann direkt wiederum von YouTube abgerufen in der Qualität, die die Bandbreite zulässt. Das ist einer der Vorteile, die uns die Integration mit YouTube bietet. Und ich kann hier auch die Übungsabgabe vornehmen. Auch das ist vielleicht manchmal relevant, wenn ich Abgaben fotografiere, weil ich sie auf Papier erstellt habe und dann abgeben will, dann kann ich das hier direkt über die Plattform machen, wähle das hier aus, wo ich raufladen möchte und bekomme dann je nach Betriebssystem irgendeinen File-Chooser, mit dem ich eine bestimmte Datei, die ich hochladen möchte, auswählen kann, seien es Fotos, seien es Dokumente, hier zum Beispiel irgendein Dokument, das verfügbar ist am Telefon, das wird dann runter aufgeladen und ist jetzt online verfügbar. Könnt ihr es auch wieder löschen. Der Interaktionsbereich ist identisch organisiert. Auch den muss man ausklappen, muss die Interaktion laden, die man betrachten möchte, und bekommt die dann hier angezeigt. Und man kann dann auch hier direkt raus posten. Gut, soviel zur mobilen Plattform. Das war's mit der Lernplattform, mit der grundlegenden Demonstration, der grundlegenden Features. Wenn es da Neuigkeiten gibt, werden wir das Video entsprechend aktualisieren.